Aufatmen in der Duisburger Innenstadt. Die beiden Kaufhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof bleiben der Stadt erhalten. Am Donnerstagmorgen haben die Angestellten aus Duisburg zusammen mit der Gewerkschaft Verdi noch vor ihrer Filiale protestiert. Heute mussten die Mitarbeiter noch einmal abwarten. Verdi hat für sie die Verhandlungen mit Galeria Karstadt Kaufhof geführt. Ich sag mal so, in meinem Betreuungsbereich ist ja Kaufhof Kleve, Wesel und Duisburg, Karstadt Kaufhof, ist es natürlich sehr positiv gewesen. Aber ich muss ganz klar sagen, dass wir natürlich auch alle in den Telefonaten gesagt haben, dass uns die Kolleginnen und Kollegen, auch jetzt in Essen, wo ja beide Häuser geschlossen werden, wahnsinnig leid tun. Also der Tag hat natürlich eine lachende Seite für uns, aber auch eine sehr, sehr traurige Seite. Und das ist auch überall rausgekommen. Es war nirgendwo in dem Sinn Feierstimmung, dass man sagen kann, dass jetzt die Kolleginnen und Kollegen nicht, die jetzt gerettet sind, nicht an die anderen gedacht haben, aber bei den einen Erleichterung und bei den anderen Trauer. Denn deutschlandweit schließt das Unternehmen insgesamt 62 seiner 172 Filialen. Dadurch verlieren rund 6.000 Mitarbeiter ihren Job. Laut Unternehmen hätten die Auswirkungen der Corona-Krise einen zu großen finanziellen Schaden angerichtet. Filialschließungen seien unvermeidbar. Der Standort Duisburg ist davon aber nochmal verschont geblieben. Um die entlassenen Mitarbeiter zu entlasten, fordert Verdi eine Beschäftigungs- und Auffanggesellschaft. Also im Prinzip wird jetzt irgendwann der Insolvenzverwalter die Kolleginnen und Kollegen kündigen. Es wird einen Interessenausgleich im Sozialplan geben nach den entsprechenden Gesetzen. Also da ist ja vom Gesetzgeber ein Riegel vorgeschoben, was man an Abfindungen zahlen kann. Auch bei den Kündigungsfristen ist dort eine Verschlechterung für die Kolleginnen und Kollegen da. Deswegen haben wir als Verdi natürlich auch gefordert, dass es eine Beschäftigungs- und Weiterbildungsgesellschaft geben soll, die die Kollegen erst einmal aufhängt. Das heißt, dort muss der Investor Geld investieren, aber erwarten auch natürlich von der Politik, dass dort Gelder investiert werden. Und dann haben die Kolleginnen und Kollegen, die von der Entlassung bedroht sind, auch erstmal für eine gewisse Zeit einen weiteren Arbeitgeber in Anführungsstrichen. Sie sind also nicht sofort arbeitslos, sondern in der Beschäftigungsgesellschaft. Und ich hoffe, dass wir sie oder dass dann dort eine entsprechende Weiterbildung stattfindet, dass sie auf dem Arbeitsmarkt schnellstmöglich wieder eine neue Stelle finden. Während die Mitarbeiter der geschlossenen Filialen auf Hilfe hoffen, herrscht in Duisburg erstmal Erleichterung. Also